Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu unserem Spiel zu Session 5 und verliert dabei, also er verliert nicht, aber hat hier so schlecht gespielt, dass man sich fragt, warum gucke ich mir das überhaupt an? Aber Selbstgeißelung. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wir wollen auf diesem Feld angreifen. Geht so nicht. Tipptopp. Gehen hier noch eins vor. Sehr gut. Förderung. Ist mal wieder so ein Punkt. Hä, wieso machst du nicht einfach automatisch? Wir sind wieder an so einem Punkt angelangt, wo wir viel mehr klicken müssen, als unbedingt nötig ist. Wir haben die Stadt noch nicht verloren. Wir werden sie so schnell auch nicht verlieren. Wir werden eine Einheit nach der anderen töten. Irgendwo hier waren Gegner. Irgendwo hier werden wir die Barbaren töten. Gatling-Kanone AD. So, weil das Ding ist, ich meine, was wollen sie denn machen, wenn wir hier jede Einheit von ihnen töten? Haben sie gar keine Chance mehr. Ach, wir können ihn jetzt töten, dann wird die... wir machen... Was? Wir haben mit dem Schützen gegen die Weltkriegsinsel verletzt. Wow. Nun gut. Oh, doppelt gegen Landeinheiten. Nehmen wir natürlich gerne mit. Trauen uns doch eins vor. Sehen eine Flugzeugträger und sagen... In Fort damit. 24, wow. Könnte sogar doppelt drauf. Wir machen hier zu. Hat er gar keine Chance. Soll er mal gucken, wie er da vorbeikommt mit seinem Flugzeugträger. Aber mit unseren besegelten Karavellen hat er nämlich nicht gerechnet. Mhm. So sieht's aus. Huch, und da ist schon Verstärkung da. Das ist auch natürlich erste Sahne. Und wir haben uns den Barbaren entledigt. Sehr gut. Und da kommt auch schon eben der Nachschub für die Stadt Muang Saluang, die wir auf keinen Fall aufgeben werden. Sag's euch, das gewinnen wir noch. Auf jeden Fall, klar. Gar keine Sorge habe ich da. Da kann nichts schief gehen. Wie hat er das denn geschafft? Vor allem so schnell. Wieso werden meine Städte so schnell eingenommen und er verliert so gar keine. Ja, und jetzt Rom, bist du zufrieden? Willst du noch Chichen Itza ohne mich? Das wird reichen. Jetzt, wo ich seinen Flugzeugträger kurz davor hatte, zu übernehmen. Boah, nun gut. Frieden. Ja, was machen wir? Fangen wir bei Null an. Bauen ganz viele Frachter. Sind wir plus 23. Haben wir noch einen Punktevorsprung. Haben große Städte verloren. Aber auch den halben Kontinent. Wenn wir das richtig anstellen, dann sollte man doch in der Lage sein, vor allem wenn wir jetzt mal hier bei plus 23, können wir mal Städte annektieren. 9 und bauen direkt das Gerichtsgebäude, dauert noch 5 Runden. Kyoto ebenfalls annektieren, ja, nur noch plus 8. Wir bauen Gerichtsgebäude, 5 Runden. Tikal, Größe von 11. Um 7, sind wir aber noch ein Plus. Perfekt, Gerichtsgebäude, weiter geht's. Ich habe überall Opern gebaut. Ich habe die Gerichtsgebäude nur eingereiht. Die Opern sind mir aber sowas von egal gerade. Da kannst du aber hier. Ja, ist glaube ich wegen der neuen das Enhanced User Interface ist so. Von daher muss ich mich daran noch gewöhnen. Universität von Oxford, Staatliche Hochschule. Universitäten. Wir gehen jetzt überall auf Wissenschaft. Wir müssen da was aufholen. Einheit bin ich Befehle. Gibt es eine Möglichkeit, irgendwie zurück nach Wien zu kommen? Ja. Du bleibst hier, um dir ein Bild davon zu machen. Du gehst hier hin. Sehr schön. Du hast einen weiten Weg vor dir. Wobei, der ist keines so weit. Geh nach Ulundi, 9 Runden. Ihr ebenfalls. Ab vor die Küste... Ulundi, oder? Doch. Hierhin 6 Runden. Hierhin 5 Runden. In die Stadt musst du nicht. So. Du bekommst noch Marineeinheitenbonus und
ist hierhin. Hier steht ihr eigentlich gut. Da wartet ihr auf weitere Befehle. Vor Tschitschen ist das, dann so die nächstgrößere Stadt. Weltkriegsinfanterie von Barbaren. Da fragt man sich auch, was ist da schiefgegangen? Verteidigung und Fernangriffe sehr gut. Hier alert bleiben. Und hier unten gehen wir eins zurück. Geben ihm hier den Bonus und gut ist. Und dann machen wir das per Fernkampf. Nehmen das ein. Vorschlag Weltkongress. Mir egal. Hier ist schon die Fregatte. Die kann hier in 6 Runden helfen. Mal gucken, ob das so läuft, wie wir uns das vorstellen. Wir werden denunziert. Das war abzusehen. Und in Ulundi bauen wir noch eine Fregatte. Ein Frachter. Und in Wien haben wir einen Frachter gebaut. Da bauen wir noch einen Frachter. Und die Einheitbeförderung nehmen wir gerne mit gegen Landeinheiten. Und warten hier. Der Schütze bleibt, wo er ist, in Ulundi. Der Frachter geht nach Sisatjanalei. Hol uns Gold. Nächste Runde. Du hast, wieso, achso, hier steht schon jemand. Deswegen kannst du nicht mehr in die Hauptstadt. Ich dachte schon, jetzt ist schon auf offenem Geländefeld. Selbe Problem wie sonst. Gut, und hier, schauen wir das mal, auf keinen Fall von der Einheit angegriffen werden können. Von der Gatling-Kanone haben eine Frachter, der auch hier rüber kann. Oha. Das wird immer spannender, ey. Wir gehen zurück. Wir kommen hier wieder vorbei, wenn es soweit ist. Wir können einen großen Propheten kaufen. Der ist uns egal. Wir wollen, nachdem wir einen Frachter in Ulundi gebaut haben, noch einen Frachter haben, den wir dann in eine andere Stadt schicken. Du wirst von uns keine Luxusgüter bekommen. Außer im Tausch gegen andere Luxusgüter. Okay. Dann eben nicht. Wir brauchen... Oh, ja. Jetzt plus 12 Zufriedenheit. Die ganzen Gerichtsgebäude sind fertig. Und unsere Flotte ist wieder da. Herzlich willkommen zurück. Wo ist der Gegner hin? Der kann ja nur sich hier versteckeln. Wir gehen nochmal eins zurück. Verschanzen uns hier. Auf dem bewaldeten Hügel haben wir einen guten Blick. Warten auf weitere Befehle. Hier können wir sicher sein, dass uns nichts passiert. Den Frachter schicken wir nach Buenos Aires. Die Artillerie heilt erstmal. Während wir in Kyoto, nachdem wir das Gerichtsgebäude gebaut haben, einen Schrein bauen für die Zufriedenheit. Und weiter geht's mit dem Gerichtsgebäude. Noch ein Schrein für Zufriedenheit. Und Produktion wählen. Und wir sind in Oxford. Ist auch gut. Eine freie Technologie. In Wien. Bei 24 Wissenschaft. Beide hätte ich lieber gerne in der Hauptstadt. Dann nehmen wir doch hier mal Künstlergilde und Musikergilde. Oder Hafen. Wie wär's damit? Das kann der Stadt nicht schaden. Auch hier willkommen zurück. Nächste Runde. Botschaft annehmen. Eine Normalisierung der Beziehungen. Sehr gut. Frachter ist fertig in Ulundi. Kann auch mal Lieder für 20 Gold. Oder aber Heimatstadt ändern. Ab nach Chichen Itza. Palenque ist Banane. Unsere zweitgrößte Stadt. So wird ein Schuh draus. Du versteckst dich hier hinten dran. Und dann ist doch alles safe. Frachter ist gebaut.
Wir bauen noch einen Frachter. Wir haben ein Gerichtsgebäude gebaut. Wir bauen die Kanda. Nächste Runde. Bautrupp. Automatisiert. Warum man das nicht von alleine macht, das glaube ich nicht, dass wir den nochmal auf eine Grenze geben. Und der geben wir auch keine Luxusressourcen. Gegner in der Nähe. Barbarische Gatling-Kanone. Da können wir doch mal mit unserer hier stationierten Artillerie arbeiten. Und haben sonst erstmal keine schnelle Einheit zur Verfügung. Wir haben mal 410 Gold. Würde das zum Beispiel in Graz reichen, um die Stadt zu annektieren? Ja. Und Gerichtsgebäude zu bauen? Auf jeden Fall. Arsenal ist Schmarsenal. Palenque. Stadt annektieren. 4 Unzufriedenheit. Gerichtsgebäude. Aber direkt Künstlergilde. Pagode. Zufriedenheit plus 2. Ist gekauft. Zurück Chichen Itza. Stadt annektieren. Unzufriedenheit von 3. Nehmen wir gerne in Kauf. Direkt hier. Gerichtsgebäude. Dann haben wir doch fast alle. Kyoto, Tikal, Graz noch. Nein, vernichten. Quatsch. Ach, die haben wir gerade befreit. Gut. Du hast hier oben ein Auge drauf, dass die Römer nichts machen. Du fährst in die nächste Stadt. Du bist hier gut aufgehoben. Mit dir schauen wir nach dem Pösewicht-Schiff. Barbaren in der Nähe von Brüssel getötet. Pestens. Da bin ich mal gespannt, ob sie nochmal eine Einheit produziert bekommen. Du wartest, du wartest. Wir haben den Schrein fertig gebaut in Kyoto. Und das gibt uns die Gelegenheit, einen Leuchtturm zu bauen. Was wäre denn Kyoto ohne einen Leuchtturm? Was auch in Kyoto gerne hätte, wäre eine Marineeinheit. Generell mal hier eine hochschicken. Wir haben doch die eine oder andere, oder nicht? Haben wir nicht eine mit plus 1 Fortbewegung und plus 1 Sicht? Das bist du. Du gehst hier hin. Perfekt. Kaserne. Überall Kasernen. Kann man gut gebrauchen. Unser Armbrustschütze ist zurück. Gatling-Kanone. Wie gesagt, ich bin da kein Fan von. Vielleicht, wenn es dann mal doppelt so schnell geht. Wissenschaftstheorie. Also, wenn noch eine Einheit übersprungen wird. 25 Gold für niederträchtigen Barbaren bekommen. Außerdem haben wir ja Barbaren, die wir uns erwehren müssen. Boah, ja, 4 Runden, 5 Runden. Nee, nee. Komm, lass gut sein. Da kauf mal lieber in Salzburg. Den Landsknecht. Mal gucken, was der so kann gegen die. Hier können wir auf jeden Fall in die Zitadelle. Das ist perfekt. Und du bekommst den Bonus. Produkt zum Wählen. Wir können nochmal einen großen Propheten. Das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Um unsere Religion noch weiter zu verbreiten. Um dann unsere Schreine Zufriedenheit zu geben. Öffentliche Schule für Wissenschaft. Und in Lundi werden wir dann die großen Wissenschaftsgebäude bauen. Außerdem haben wir mit dieser Fregatte hier erstmal die Gelegenheit, vielleicht hier oben auszuhelfen. Mit einem Fernkampf. Das werden wir dann gleich sehen. Belize ist ein Völker der Welt. Da sind wir 10 Technologien hinten dran. Da wird mir einiges klar. Wir wollen Palenque von uns überzeugen und einen Frachter losschicken, der uns 20 Gold pro Runde bringt. Oder von Wien aus, wobei wir von Wien aus ja schon jemanden schicken, aber nach Salzburg können wir das nächste Mal jemanden schicken oder starten lassen. Denn in Ulundi wollen wir die staatliche Hochschule. Und in Osaka wollen wir die öffentliche Schule und noch eine öffentliche Schule in Wien. Die Fregatte frikatiert Frittatten. Okay, soweit können wir nicht schießen.
Aber hier können wir uns des Feindes entledigen. Ist doch auch hervorragend. Wir sind bei 7 Zufriedenheit. Und ich würde sagen, wir machen hier so eine kleine Minimarine-Basis. Genau, und dann haben wir so, sagen wir mal, 3 Zentren. Wir haben unser Mainland mit Little Japan. Wir haben Südamerika mit Graz, Palenque und Chichen Itza. Und hier unten Salzburg und Wien. Man kennt's. In Kyoto finde ich, ist Platz für Ikan ab. Und wir haben hier noch Platz für eine öffentliche Schule. Und in Salzburg Observatorium und öffentliche Schule. Wir gehen jetzt auf Science. Panzerschiff. Brauchen wir alles nicht. Drill, unwegsames Gelände. Ja, und da bleibst du auch. Da bist du gut aufgehoben. Gehst hier nach Graz. Die Fregatte bleibt vor den Toren stehen. Wir wollen hier eine schnelle Einheit haben. Am besten hier irgendwo, damit wir da safe sind. Alvador bleibt auch da, genauso wie die Fregatte. Gucken wir uns hier oben noch ein bisschen den Nebel an. Caesar hat mal wieder einen Krieg erklärt. Okay, vielleicht machen die das schon unter sich aus. Wir haben hier oben auf jeden Fall noch irgendwo einen Barbarenlager, den wir uns entledigen wollen. Haben außerdem eine große Persönlichkeit geboren. Auch nicht schlecht. Und hier unten müsste doch noch eine Kavallerie sein, die uns unterstützen kann. Sehr gut. Politisches Traktat. Statt 9 nur noch eine Runde. Ne, wir sind drüber. Ne, doch noch nicht. Okay, dann nächste Runde. Öffentliche Schule. Für 400 Glauben? Das kann nicht sein. Wir können öffentliche Schulen für 400 Glauben kaufen. Und es gibt 1000 Glauben für... Ah! Aber da liegt es ja nicht an... An unserer Religion. Das liegt ja dann am Konfuzianismus. Auch nicht verkehrt. So ein Konfuzianismus. Sollte man sich mal mit beschäftigen. Offene Grenzen, 4 Gold pro Runde. Wieso brauchst du meine offene Grenzen? Mache hier mal dein Ding gegen Caesar. Auf einmal brauchst du mich. Gegen mich verlieren willst du nicht, aber gegen Caesar? Auch nicht, oder was? Wir sind übrigens mit allen wieder cool, oder? So, wir kaufen Objekte und stellen kurz weniger. Plus heißt Wissenschaft, Provinzanstalt, Markt, Bank und Börse. Wir haben 282 Wissenschaft und jetzt haben wir 313. Da geht was. Und im nächsten können wir doch mal einen ordentlichen Zufriedenheitsboost, aber erst in 32 Runden. Den Landsknecht lasse ich mal hier so als Backup stehen. Bevor wir da irgendwas anderes machen. Bautrupp automatisiert, das ist klar. Heilige Städte. Nee, Religion verbreiten. Sophie hat keinen Verbündeten. Ein Einfluss. Ey, die holen wir uns für 500. Klar, mal wieder Verbündete. Das tut gut. Poco, Botschafter pero nehmen. a Ja, tecos. okay. Na gut. Hab ja so schnell nichts Unstatthaftes mit dir vor. Herr Prophet. Buenos Aires. Salzburg. Wien ist nicht mehr religiös. Das können wir ändern. Boah, ich brauche dringend Weltkriegsinfanterie, ne? Oberhaus Kornspeicher, öffentliche Schule. Öffentliche Schule auf jeden Fall. Öffentliche Schule auf jeden Fall. Und Observatorium, öffentliche Schule auf jeden Fall. Hier Backup. Hier warten, hier in Stellung gehen und angreifen. Minus 18. Wofür habe ich denn eine Artillerie, wenn die Kammer minus 18 macht bei einer Infanterie? Kauf mich Glauben möglich. Wo denn? Ihr habt genug Glauben, um so eine Einheit oder Gebäude zu kaufen. 400. Ja, wir haben leider noch nicht die Städte, die Religion unterstützen. Nun gut, Abgeordneten einsetzen. Embargo gegen die Zulu. Da habe ich was dagegen. Aber andererseits, so viel haben wir jetzt auch nicht miteinander zu tun. Wir haben, glaube ich, zwei Frachter in die Richtung. Aber da können wir auch mit Stadtstaaten arbeiten. Boah, jetzt sind sie aber böse, ey. Jetzt wendet sich das Blatt gegen mich. Vorher habe ich sie gegeneinander ausgespielt. Und jetzt
Sehe ich selbst, wie das ist. Bekomme von meiner eigenen Medizin zu kosten. Süße, süße Medizin. Großer Händler. Wir sind reich. Kuala Lumpur. Nö, geh wieder nach Buenos Aires. Wo ist der Frachter? Budapest. Hier waren wir auch. Und hier auch Budapest. Und hier Buenos Aires. Und Sir James Lancaster geht auch nach Buenos Aires. Ansonsten sehen wir hier oben, dass man nichts sehen. Kyoto ist zwar eine Küstenstadt, aber da ist gar nichts von so. Von daher würde ich sagen, lass uns wieder hier hingehen. Hier oben werden wir versuchen, noch das Barbarenlager zu entfernen. Werden wir ein Palenque. Ich kann da fertiggestellt haben. Und hier haben wir schon öffentliche Schule, oder wie? Dann machen wir Waffenkammer. Großer Prophet, verbreite deine Religion. Nächste Runde. 70 Gold pro Runde. 19 Zufriedenheit. 34 Runden bis zum goldenen Zeitalter. Infanterie. Keine Weltkriegsinfanterie mehr. Die Zeiten sind vorbei. Die Barbaren kommen jetzt mit Infanterie. Bös. Bös. Zum Lost Ye können wir nicht upgraden. Ja, dann mach mal. Das war's. Eine heilige Stelle können wir nicht mehr bauen, weil wir ihn schon eingesetzt haben. Ne? Dann würde ich sagen, ab nach Buenos Aires. Und hier müssen wir, ich glaube, wir müssen hier echt unterstützen. Ne? Oh, das ist raffiniert. Von hier aus schießen. Sieht keiner kommen. Nächste Runde. Noch ein paar Barlager entdeckt. Wo denn bitte? Hier oben. Oh, das ist aber näher als mir lieb sein kann. Oh, das ist ja so genial. Wo kam das denn her? Kopf einziehen. Ja, hier verliere ich die Hälfte meiner Trefferpunkte. Lossier verliert noch mehr seiner Trefferpunkte. Ey, wir ziehen uns hier zurück. Das lassen wir mal die Boys and Girls hier oben machen. Aha! Da können wir mal was gewinnen. Das ist doch gut. Ach, wo kommt der denn her? Wer hat denn den gebaut? Dampfmaschine, sehr gut. Wer hat den gebaut? Wo ist... Ah, hier oben. Ja, da schau mal her. Okay. Alles halb so schlimm. Wir wollen keine Einheit verlieren. Wenn wir keine Einheit verlieren wollen, dann gehen wir mit dir zurück. Wir gehen mit dir zurück. Und wir gehen mit dir zurück. So. Du gehst hier rüber. Und dann warten wir mal ab. Wir lassen ihn kommen. Forschung wählen. Elektrodynamische Luftfahrt. Das sollte mal hin. Statuen, Chateau, Prora, Bomber, Dreidecker. Öl. Wir haben doch gar kein Öl entdeckt, ne? Wir wissen gar nicht, wie Öl aussieht. Oder was Öl ist. Oder wie Öl schmeckt. Deshalb Biologie, Archäologie. Ben Louvre. Bautrupp. Kann automatisieren. Nächste Runde. Christo Redentor gebaut, aber nicht von uns. Gegner in der Nähe. Ja, das war ja klar. So, welcher Schütze ist hier gemeint? Du wurdest angegriffen, wohl. Dann unwegsames Gelände. Dann gehst du hier aber drauf und gewinnst das hier hoffentlich. Bevor wir mit dir nochmal drauf hauen und hier rüber und da. Boah. Und da. Jetzt aber. Ja, nächste Runde können wir das einnehmen. Außer sie bauen nochmal eine Einheit. Was nicht auszuschließen ist. Militärakademie. Öffentliche Schule. Ist, glaube ich, wichtiger. Amphidia, Schmiede, Kornspeicher. Tempel, Waffenkammer. Auch gut. Wo sind wir denn? Zwei größte Städte.
Ja, schon Waffenkammer. Öffentliche Schule ist fertig. In Wien. Da bauen wir eine Waffenkammer. Und haben hier immer im Blick, was die Gegner machen. So, wir können uns erstmal zurückziehen. Hier vergnügen wir uns mit Barbaren. Und hier machen wir eine Handelsmission für 1400 Gold. Hören das Cash in unseren Kassen. Und überlegen, was wir damit machen. Er hat ja schon eine Einheit gebaut, aber die hat es dann auch nicht mehr gebracht. Bleib da. Nimm den mit. Töte ihn. Bleib da. Verbreite in Quebec unsere Religion. Nimm einen Bonus. Geh nach Graz. Bleib da. Geh nach Chichen Itza. Geh in dieses Feld heilen. Geh hier rüber, geh hier rüber. Und wir schauen uns die Ecke hier Jerewan an. Wir können Jerewan befreien. Wie wär's damit? Caesar geht jetzt auf Eroberungstour anscheinend. Na gut, mit der Muang Saluang. Sieht auch nicht so aus, als ob es denen allzu gut ginge. Mhm. Okay. Einheit befördern. Gerne. Habe ich mir verdient. Weltkongress wird zur Vereinten Nationen. Und wir schreiben das Jahr 1942. Ist gar nicht mal so weit weg. Gastgeber wählen. Erlassen Weltreligion Buddhismus. Okay. Wann ist das passiert? Die Zulu werden Gastgeber. Da bin ich mir sicher, Abgeordnete einsetzen. Das heißt. Nee, ist das jetzt Palenque? Klar. Atomzeitalter. Rom. Unsere Spione sind nicht eingesetzt. Rom. Zack. Diplomat. Und Sugutai. Diplomat. Ist ganz andere Herangehensweise jetzt. Ganz anderes Zeitalter. Ja, lass uns mal so Richtung Jerewan einfach mal spazieren. Einfach mal vorbeigucken. So völlig, alles kann, nichts muss, ne? Also jetzt mal ganz spontan. Nur mal so. Wenn Rom diese Gebirgskette nicht gehabt hätte, dann hätten wir schon viel früher gewonnen. Aber so schlecht diese Runde scheinen mag, so gut war sie für mein Wiedererlernen des Spiels. Ne? Weil auf einem höheren Schwierigkeitsgrad würde man das dann ja ganz anders angehen. Öffentliche Schule in Tikal fertig. Wunderbar, dann nehmen wir doch da eine Waffenkammer mit. Waffenkammer fertig. Dann nehmen wir doch eine Militärakademie mit. An der Befehle. Heilen und ab nach Quebec, wo wir anscheinend von hier aus die Religion verbreiten. Sehr gut, nächste Runde. Archäologie. Wir brauchen hier oben noch Verstärkung, während er hier wartet. Und wir können doch nochmal mit ihr zurück, um gegen diesen Barbaren zu kämpfen. Heilen. Ach, den Wasser halt. Mhm. Schon spannend, was er da so aufbietet. In Osaka haben wir eine öffentliche Schule. Louvre. Nice. Erkundung. Die haben wir, ne? Ein freier großer Künstler erscheint in der Stadt, das Wunder gebaut wird, eine 4 Plätze für große Kunstwerke. Mhm. Kunstwerke. Aber ich glaube, eine Waffenkammer ist besser. Waffenkammer ist fertig. Hier gibt es noch ganz viel zu bauen. Wie zum Beispiel eine Bank in Wien bei 50 Gold. Das kann man sich mal gönnen. Die kaufen wir. Die kaufen wir direkt die Bank. 580, okay. Brauchen wir noch was hier, was uns richtig weiterbringt. Kornspeicher. Bei so viel Zufriedenheit nehmen wir auch den Kornspeicher mit. Und bauen stattdessen einen Seehafen.
Zufriedenheit plus 1. Ja. Schon. Oder den Louvre. 24 Runden. Musikergilde. Komm, Wien macht die Musikergilde. Nächste Runde. Kann Gegner angreifen. Boah, wie ist der denn da hingekommen? Wir warten. Tipptopp. Die haben eine Fregatte, eine Artillerie und eine Infanterie. Infanterie, keine Weltkriegsinfanterie. Irgendwas mit Kultur. Fuck off, Fredo. Du wirst keine Luxusressourcen bekommen. Böse Infanterie. Da müssen wir echt viel, da muss noch viel passieren, damit wir da irgendwas machen können. Eieieiei. Aber können wir Jeremann befreien? Eigentlich nicht. Die Infanteristen hier sind so stark. Die werden unsere Schützen ja zu Staub zerschießen. Da bringt es auch nichts, wenn wir unsere Artillerie hier stationieren. Und bei 62 Verteidigung. Wobei, sie sind schon ein bisschen angeschlagen. Aber mit zwei Infanteristen kriegen wir nichts zusammen. Wir wollen einen Kornspeicher. Kaufen wir jetzt auch nicht. Dauert zwei Runden. Die gönnen wir uns. Öffentliche Schule ist in der Hauptstadt bald fertig. Wir sehen, dass wir hier nicht wirklich viel machen können. Bleiben da alert. Bleiben auch hier in der Stadt. Nächste Runde. Frachterhammer. Nartikal. Nee, wir brauchen das Geld der Stadt starten. Und nehmt gerne noch das Geld mit der Barbarenlager. Und jetzt bauen wir was von der Universität von Oxford. Während wir hier mit einem Kornspeicher arbeiten. Und hier mit dem Monument. Das ist klar. Wir haben noch ganz viele Gebäude nachzubauen. Und können in Kyoto uns breit machen. Können hier schauen, dass wir nicht von Barbaren überfallen werden. Bleiben hier einfach mal stehen. Für später. Wassermühle ist schon richtig nice. Kaufen wir. Aquädukt. Bei einer Größe von 41. Ah, die stehen sich so arg auf den Füßen, ne? Tempel, Werkstatt, Windmühle, Schmiede, Militärakademie. Ich kann da. Wie sieht es mit der Science aus? Langsam aber sicher bekommen wir da wieder ein bisschen Boden unter den Füßen. Was wir auch machen, ist eine Pause. Bedanke mich für Zuschauen. Rüste für einen heimischen Angriff auf. Eine Armee aufbaut, andere Zivilisationen. Schmiedepläne gegen euch. Mhm. Wer soll er probieren? Hat er keine Chance, sage ich euch. Diesmal ist alles auf unserer Seite. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Egonson.